Gibt es eigentlich noch irgendjemanden da draußen, der Ich bin da mal weg von Harpe Kerkeling noch nicht gelesen, ja, oder zumindest mal davon gehört hat? Nach dem unglaublichen Erfolg dieses ersten Buches gelang ihm jetzt wieder ein überragender Bestseller. Es ist wirklich unglaublich, aber Der Junge muss an die frische Luft ist seit über 40 Wochen durchgängig unter den Top 10 der Sachbuch-Bestsellerliste und davon sogar 20 Wochen lang auf Platz 1. Harpe Kerkeling ist einfach ein Tausendsasser. Ich sag nur Horst Schlemmer und sein Schätzelein. Man kennt ihn als Komiker, als Entertainer, als Sänger, als Quatschmacher. Aber hier in seinem neuen Buch, da lernen wir einen ganz anderen Harpe kennen. Einen verletzlichen, einen tiefgründigen und einen ganz ehrlichen Harpe. Er schafft es, seine Leser auf der einen Seite bestens zu unterhalten und auf der anderen Seite auch tief zu berühren. Also mir ging es beim Lesen einfach so, dass ich abwechselnd gelacht habe und aber auch immer wieder mal geweint. Dass seine schwer depressive Mutter sich das Leben nahm, als er gerade mal 8 Jahre alt war, ist Dreh- und Angelpunkt in seiner Lebensgeschichte. Die ist von Höhen und von vielen Tiefen geprägt. Die Saarbrücker Zeitung schrieb: Eindringlich erzählt er von seinen prägenden Erfahrungen, über berührende Begegnungen, Verluste und den Lebensmut, wieder aufzustehen. Bei aller Ernsthaftigkeit und allem Tiefsinn ist Harpe Kerkeling aber auch ein heiteres Buch gelungen, in dem er viele schöne, skurrile und witzige Begebenheiten aus seinem Leben erzählt. Und zwar von seiner Großfamilie. In der Welt der Erwachsenen, in Recklinghausen, wo Harpe Kerkeling geboren ist, gibt's ein Likörchen hier, Zigarettchen dort und Gurkenschnittchen zwischendrin. Die Kinder spielen mit Lego und im Fernsehen läuft Klimbim. Und schon früh im Krämerladen von Oma Enne hat Harpe gelernt, den Leuten die tollsten Geschichten abzulauschen. Wie schreibt Harpe so schön in seinem Vorwort? Jeder Lebensroman ist einmalig und alleine diese Tatsache macht ihn bedeutsam. Dies ist meine Geschichte, oder besser gesagt, der entscheidende Teil meines bisherigen Lebensfilms. Ein schlichter Holzstuhl am Küchenfenster spielt dabei keine ganz unbedeutende Rolle. Der Junge muss an die frische Luft. Der aktuelle Bestseller von Harpe Kerkeling. Jetzt bekommen Sie dieses Buch ungekürzt als Sonderausgabe. Gibt's so günstig, nur bei Weltbild. Weltbild.